Assalamu alaikum, liebe Freunde. Wir befinden uns am Anfang des Monats Ramadan, dem Monat, in dem die Offenbarung des Korans begann. Über den Sinn und Zweck des Fastens wird uns im 183. Vers der Sure 2 berichtet. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kema kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, auf dass ihr euch Gottes bewusst bleiben möget. Ganz am Ende dieses Verses wird uns der hauptsächliche und grundlegende Zweck des Fastens mitgeteilt. Dieser Vers beantwortet tatsächlich die Frage, warum fasten wir? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Auf dass ihr Taqwa erlangen möget. Wir fasten, damit wir am Ende des Ramadans die Eigenschaft von At-Taqwa akquirieren. Was bedeutet dieser Begriff? Beziehungsweise in welchen Eigenschaften sollten wir uns am Ende des Ramadans besonders auszeichnen? Schauen wir uns den Koran an, welche Verhaltensweisen mit unserem Ziel At-Taqwa verbunden sind. Eine der Bedeutungen des Begriffs At-Taqwa neben dem Gottesbewusstsein ist auch Sensibilität. Also der Ramadan will uns zu sensiblen Menschen machen. Durch etwa Durst und Hunger sollten wir sensibler für die Lage solcher Menschen sein, die das ganze Jahr lang fasten müssen. Aus dem Grund beschreibt der Koran diejenigen, die At-Taqwa erlangt haben, als diejenigen, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, die da spenden in Freude und Leid. Es sind also diejenigen, die in leichten und schweren Zeiten ihren Mitmenschen zur Seite stehen. Es ist bemerkenswert, dass Allah in diesem Vers nicht erwähnt, was diese Leute ausgeben. Er sagt nicht spezifisch, dass sie nur Geld ausgeben. Ihre Ausgaben hier umfassen ihre Zeit, ihre Energie, ihre Prioritäten. Sie geben die Dinge, die sie lieben, um die Lage ihrer Mitmenschen zu verbessern. Eine weitere Eigenschaft von At-Taqwa, die wir im Ramadan erlangen sollten, ist Selbstbeherrschung. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, und den Groll unterdrücken. Es sind also diejenigen, die ihr Temperament selbst unter Kontrolle halten, wenn sie auf etwas stoßen, was bei einem eine rasche Reaktion hervorrufen könnte. Sie lassen sich nicht einfach provozieren. Diese Leute bleiben nicht nur gelassen, sondern sie zeigen auch keine Wut in ihrem Gesichtsausdruck. Durch die Unterlassung von Streit, schlechter Rede, schlimme Wörter werden wir erzogen, die Geduld in jeder Situation vorzuziehen. Dazu lehrt uns der Prophet mit seinem Ratschlag, das Fasten besteht nicht nur darin, das Essen und Trinken zu unterlassen. Das Fasten ist auch das Fernhalten von hässlichen, schlechten und groben Worten. Wenn sich jemand mit dir anlegt, dich provoziert und beschimpft, während du fastest, sage ihm, ich faste, ich faste. Weiterhin wird uns ein weiterer Sinn des Fastens, eine andere Wert von At-Taqwa, die wir in diesem Monat erlangen sollten, genannt. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, und den Menschen vergeben. Der Monat Ramadan ist eine Zeit, in der wir Tauba verrichten, unsere schlechten Taten bereuen und auf Allahs Barmherzigkeit hoffen. Jedoch, um dies zu erlangen, ist die Voraussetzung, die Missetaten, die uns gegenüber gemacht wurden, zu vergeben. Diejenigen, die barmherzig sind, Allah wird ihnen gegenüber barmherzig sein. Dementsprechend nutzen wir diese Zeit, um uns von dem Groll anderen Menschen gegenüber zu befreien, um von der Barmherzigkeit Allahs beschenkt zu werden. Eine weitere Wert von At-Taqwa, die sich in diesem Monat in unserem Charakter entwickeln sollte, ist die Selbstreflexion. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O die ihr glaubt, seid euch Allah bewusst, habt At-Taqwa, und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt. Wir sollten nicht erlauben, dass dieser Monat einfach durch uns geht, ohne jegliche Veränderungen in unserem Charakter zu bewirken.
Gerade ist die Zeit, in der wir die Entscheidung treffen, bestimmte Gewohnheiten zu verändern, um als bessere Menschen herauszukommen. Damit wollen wir unser ganzes Leben positiv beeinflussen, über den Ramadan hinaus. Wenn wir diese und viele andere Verse analysieren, in denen Taqwa erwähnt wird, werden wir feststellen, dass sich das Taqwa, Bewusstsein des Schöpfers gegenüber, weitgehend durch unser Verhalten gegenüber anderen Menschen manifestiert. So wie zum Beispiel der Einsatz für die Gerechtigkeit, die gerechte Behandlung unserer Mitmenschen als Indiz von Taqwa bezeichnet. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Handelt gerecht, das kommt der Taqwa näher. Kurz gesagt, Ramadan will uns dazu sensibilisieren, Verhaltensweisen zu meiden, mit denen Gott oder unseren Mitmenschen gegenüber Unrecht getan wird. Denn das Wort Taqwa leitet sich von der Wurzel des Wortes Wiqaya ab, das die Bedeutung trägt, aufpassen, wachsam sein, sich von etwas zu beschützen. Es bedeutet nicht unbedingt, Allah zu befürchten, sondern zu befürchten, dies zu tun, was von Gott nicht geliebt wird. Dies bedeutet wiederum, aktiv die Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst vor der Verrichtung des Schlechten zu beschützen. Es wird überliefert, dass der Khalif Umar fragte Ubay ibn Ka'b, um sein Bewusstsein von Gott zu definieren. So fragte ihn der Ka'b, O Khalif, bist du jemals den Weg gegangen und bist auf stachelige Dornen gestoßen? Ja, antwortete der Khalif. Dann fragte ihn der Ka'b, und was hast du dann gemacht? Umar antwortete, ich hob meine Kleider auf und war sehr vorsichtig, wo ich stand, aus Angst, der Dorn könnte mich stechen. Dies ist ein Beispiel für Taqwa, sagte Ka'b. Mit anderen Worten, Taqwa bedeutet, einen Vorhang zwischen sich selbst und schlechten Dingen zu stellen, einen Vorhang zwischen sich und Argwohn, schlechte Rede, Betrug, ungerechten Behandlung eines anderen zu ziehen. Taqwa, das Bewusstsein, dass Gott jeder deiner Taten sieht, ist daher Schutz vor allem, was den Glauben des Menschen, den Charakter des Menschen, die Würde des Menschen in Frage stellt. Aus diesem Grund nennt der Koran Taqwa als Kleidung, die ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Erscheinung ist, wo immer wir uns befinden. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Doch die Kleidung der Taqwa ist besser. Ob zu Hause oder im öffentlichen Raum, tragen wir Klamotten. Und genauso wie die Kleidung einen vor Kälte schützt, sollte das Bewusstsein um Allahs Allgegenwart ihn vor der Verrichtung des Bösen schützen. Ein solcher Mensch, der die Kleidung von Taqwa trägt, kann mit seinen Verhaltensweisen nur eine Bereicherung für seine Mitmenschen sein. Möge dieser Monat Ramadan der Monat sein, in dem wir uns mit der Kleidung von Taqwa schmücken werden.